Ja, hallo Dresden. Vielen Dank für diese Veranstaltung. Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muss. Heimat ist auch da, wo wir zusammenhalten. Und das beweisen wir heute hier in Dresden. Wir lassen uns nicht auseinander dividieren. Wir haben gemeinsam angefangen, wir bringen es gemeinsam zu Ende. Denn es geht nicht um die Person, es geht ums Land. Und das eint uns und führt uns zusammen. Der 1. Mai, es ist der Tag der Arbeit. Es ist der Tag, wo die Arbeiterbewegung dafür gekämpft hat, über 100 Jahren, dass auch die sogenannten kleinen Leute, die durch ihre Hände arbeiten, die mit einfachen arbeiten, dass sie ihr persönliches Glück schaffen können. Dass sie so viel Geld verdienen, dass es reicht für eine Wohnung, die trocken ist, die sicher ist, die warm ist. Dass ihre Kinder auf Schulen gehen können und wenn sie talentiert sind, können sie es weiterbringen als ihre Eltern. Es geht um ein Leben, das selbstbestimmt ist. Es geht auch um eine Würde, dass man ihnen das, was für sie wichtig ist, nicht kleinredet, sondern dass sie mitentscheiden können in unserem Land. Und jetzt schauen wir uns die Realität an. Schauen wir uns doch an, dass mittlerweile es eben nicht mehr so ist, dass ein Ehepaar, das arbeitet, geht und Kinder hat, sich noch Wohneigentum leisten kann, sondern es hat Angst vor der nächsten Nebenkostenabrechnung. In den Schulen, in den Arbeiterbezirken haben die Kinder Angst vor der Hofpause. Sie wissen nicht mehr, ob da noch Deutsch gesprochen wird, mehrheitlich in den Grundschulen. Und der die Weitergabe des Wissens funktioniert. Der Wohlstand ist in Gefahr, selbst der kleine Wohlstand, der da ist. Immer mehr Menschen rutschen in Armut. Und heute ist es allein die AfD, die diese soziale Frage annimmt. Die Linken kümmern sich um 53 Geschlechter. Sie haben Plakate, wo es darum geht, dass Geflüchtete, wie es heute heißt, auf Kosten der hiesigen Arbeiter versorgt werden. Aber wir sind diejenigen, die jedem wünschen, dass er, wenn er fleißig ist, arbeiten geht, die Chance hat, am Ende dadurch etwas aufzubauen, dass er stolz ist, dass er mitreden kann, dass er weiß, es ist sein Land und seine Meinung wird hier gehört und geht nicht unter. Und das ist die Botschaft des 1. Mai, die nur noch die AfD vertritt. Wir haben mittlerweile eine Regierung, die alles kaputt macht, was hier in den letzten Jahrhunderten und letzten Jahrzehnten aufgebaut wurde. Es geht los mit einer beispiellosen Deindustrialisierungspolitik. Es ist nicht möglich mit der Politik, die in Brüssel und Berlin gemacht wird, mit der Energiepolitik, mit der Klimapolitik, den Wohlstand zu halten. Das Erste, was weg ist, das wird das Auto sein. Und wenn es keinen Verbrenner mehr gibt, es wird nicht für jeden Verbrenner ein Elektroauto geben. Es ist ausgeschlossen. Die individuelle Mobilität, die erkämpft wurde, die erarbeitet wurde, sie ist in Gefahr. Das nächste ist das Wohnen. Wer es geschafft hat, sich ein kleines Haus zu erarbeiten, vielleicht es geerbt hat, der bekommt dank Habeck-Heizungsgesetz jetzt die Sanierungsauflage. Aber er bekommt nicht die Mittel zu sanieren. Er wird es verkaufen müssen an irgendwelche Heuschrecken und er zieht in eine kleine Mietwohnung, wo man ihm dann, wenn er nicht passt, die Mieten erhöht oder die Wohnung kündigen kann. Es wird weitergehen und wir erleben es schon heute, dass in den Schulen, genau da, wo die Menschen leben, die eben Arbeiter sind, das Leistungsniveau immer weiter sinkt. Dass man euch vergisst. Und diese Politik schreitet in jedem Bereich voran. Verarmung, Deindustrialisierung, Entrechtung, Ignoranz gegenüber den wichtigen Bedürfnissen der Menschen. Aber dieselben Leute, die das verursachen, sie wollen mit uns nicht über ihre Politik diskutieren. Sie wollen nicht, dass wir unsere Argumente vorbringen und sie mal zeigen müssen, ob sie eigene Argumente haben, liebe Freunde. Sie wollen, dass ihr Spione sucht. Das ist deren Antwort auf unser berechtigten Protest. Und das ist nichts Neues. Als in den 50er Jahren die Kommunisten hier in der DDR es nicht geschafft haben, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, während im Westen schon Wirtschaftswunder war, da war ja auch nicht ihre falsche Politik schuld, sondern es waren die kapitalistischen Kartoffelkäfer, die man abgesetzt hat. Und kapitalistische Kartoffelkäfer von damals sind die Spione von heute. Aber wir lassen sie damit nicht durchkommen, sondern wir erwarten Antworten auf die drängenden Fragen der arbeitenden Bevölkerung.
Und versteht mich nicht falsch, natürlich sind Spione ein Problem. Wir wollen nicht ausgeforscht werden. Und natürlich gibt es Spione in Deutschland. Und natürlich gibt es auch Spione in der AfD vom Verfassungsschutz. Und vermutlich gab es auch einen Spion in meinem Büro. Und ich werde das nicht kleinreden, wir werden es aufarbeiten, wir werden es aufklären und wir werden euch Rechenschaft ablegen. Aber bei allen Spionen, die es gibt, meine Damen und Herren, die Deindustrialisierung, die Unsicherheit, die offenen Grenzen, der Krieg in der Ukraine, das ist nicht das Werk von Spionen, das ist das Werk von unfähigen Politikern und wir wollen sie weghaben bei den nächsten Wahlen. Der 1. Mai war immer ein Kampftag und in dem Wort Kampf steckt etwas Wichtiges drin, denn politische Veränderungen gibt es nicht zum Nulltarif. Wer glaubt, man kann eine politische Kaste ersetzen, deren Politiker ja auf dem ersten Arbeitsmarkt überhaupt nicht vermittelbar sind, ohne kämpfen zu müssen, liebe Freunde, der irrt sich. Diese Leute können nichts anderes als Politik. Und weil sie nichts anderes als Politik können, ist die Politik, die sie machen, so schlecht. Aber sie werden die Posten nicht räumen. Und sie werden auch nicht ganz demokratisch mit uns diskutieren. 6,5 Stunden Thilo Jung zeigen ja, dass man Diskussionen verliert mit uns. Deshalb wird man etwas anderes tun. Und wir sehen ja, was getan wird. Diffamierung, Ausgrenzung, Verfolgung und Spionage. Wer sich davon beeindrucken lässt, meine Damen und Herren, der hat die Situation nicht verstanden. Aber wer die Situation verstanden hat, der lässt sich davon nicht beeindrucken. Aus dem Grund halten wir daran fest, dass jeder Einzelne hier das Recht hat, dass er anständig lebt in diesem Land. Es kann ja nicht sein, dass wir mittlerweile die höchsten Steuern und Sozialabgaben haben, dass es täglich heißt, wir müssten noch höhere Steuern haben, wir müssen noch mehr Abgaben haben, wir sollen mittlerweile selbst die Luft, die Atemluft besteuern mit CO2-Abgaben, aber die staatlichen Dienstleistungen werden ja immer schlechter. Die Schulen werden schlechter, die Sicherheitslage wird schlechter. Die Straßen werden schlechter, das Land verarmt. Wofür zahlen wir eigentlich? Wir zahlen dafür, dass die Grenzen offen sind und allein im letzten Jahr netto über 1 Million Menschen hier hereingekommen sind, die hier tatsächlich mehrheitlich nichts zu suchen haben und die eben nicht Fachkräfte sind, sondern in die Sozialsysteme kommen. Wir müssen, wenn wir über soziale Sicherheit reden, natürlich über Einwanderung reden. Wenn über 1 Million Menschen nach Deutschland einwandern, überwiegend in die großen Städte, und gleichzeitig aufgrund der verfehlten Bauvorschriften und der Klimapolitik nichts mehr gebaut werden kann, dann wird eben der Wohnungsmarkt überhitzt, dann gibt es keine Wohnung mehr für junge Familien. Dann steigen die Mieten und dann haben die Arbeiter, die noch vor 40 Jahren davon geträumt haben, sich ein Haus zu bauen, mittlerweile Angst um ihre Mietwohnung. Und das wollen wir nicht, sondern wir wollen, dass jeder Einzelne von dem Brutto, das er verdient, oft ist es zu wenig, mehr Netto hat und nicht, dass er die Differenz abgibt für linke Firlefanz-Projekte von Masseneinwanderung bis zum Klimawahn. Wir müssen, wenn wir über Arbeiter sprechen, über eine verfehlte Klimapolitik sprechen. Wir haben eine politische Klasse, die kriegt zwar keine Ausbildung zu Ende, aber die ist so schlau, die kann die Weltdurchschnittstemperatur in 100 Jahren beeinflussen, meine Damen und Herren. Und ich sage Ihnen eins, ich glaube Ihnen das nicht. Das bewegt sich weitgehend auf den Basis von Regentänzen. Aber diese Regentänze werden bezahlt von jedem Einzelnen von euch, wenn ihr auf eure Lohnzettel schaut und die Differenz von Brutto zu Netto anschaut. Und deshalb wollen wir eine Umweltpolitik, die zwar nicht in die Wälder Windräder stellt, sondern die dafür sorgt, dass wir eine gesunde Umwelt haben. Wir wollen uns darauf einstellen, dass wenn sich das Klima ändert, wir vorbereitet sind, aber wir wollen nicht unsere Industrie aufgeben und wir glauben auch, dass wir mit Wohlstand und Technologie Veränderungen des Klimas bewältigen, aber bestimmt nicht mit Ricarda Lang und der Abschaffung von allem, was Deutschland stark und erfolgreich gemacht wird.
Damit es den Arbeitern auch weiter gut geht, damit Arbeiter arbeiten können, brauchen wir sichere, stabile Energie. Und sichere, stabile Energie ist grundlastfähige Energie. Wir brauchen Kraftwerke. Wir brauchen Kraftwerke, die funktionieren. Kraftwerke aus heimischer Kohle. Und nicht, dass die Lausitz stirbt. Wir brauchen Kraftwerke aus sicherem Pipeline-Gas. Und deshalb sind wir dagegen, dass hier Nord Stream gesprengt wird und die ganze Regierung so tut, als wisse sie von nichts. Wir fordern Aufklärung. Das war der Angriff auf die deutsche Souveränität. Und wir benennen ganz klar den Irrsinn, aus der Atomenergie ausgestiegen zu sein, was heute keiner mehr sein will. Aber es waren eben Grüne und CDU und Trauter Eintracht, die das getan haben. Und sie haben dafür gesorgt, dass im Industrieland Deutschland Energie teuer ist. Aber nur preiswerte, sichere Energie sichert einen Industriestandort. Und nur ein Industriestandort sichert Arbeitsplätze für Arbeiter, die so gut bezahlt sind, dass sie mündige Bürger sind, dass sie aufstehen können und dass sie sich politisch Gehör verschaffen. Und deshalb sind wir gegen die Deindustrialisierung. Wir sind gegen diese Energiewende. Und wir sind es als einzige Partei. Denn die sogenannte Arbeiterpartei SPD, die hat ja gar keine Arbeiter mehr in ihrem Vorstand. Die hat ja nur noch irgendwelche Studienabbrecher, die werden euch bestimmt nicht helfen. Zur Sicherheit gehört aber auch, dass die Bedrohung durch den Krieg endet. Denn das ist ja etwas, was auch hinter diesen Vorwürfen steht. Die Vereinigten Staaten werden sich aus der Finanzierung der Ukraine zurückziehen und die Europäische Union soll sie übernehmen. Und genau deshalb sollen die Stimmen, die da dagegen sind, beschädigt werden. Aber liebe Freunde, wir lassen uns nicht beschädigen und wir sagen ganz klar, Europa braucht Frieden und nicht immer neue Artilleriemunition, Krieg und Tod. Die AfD ist mittlerweile die Partei, die unter den jungen Menschen die größte Zustimmung hat. Und unsere politischen Gegner, die gedacht haben, man hätte eine gute Idee getan, dass man das Wahlrecht auf 16 absenkt. Liebe Freunde, ihr habt eine gute Idee gehabt, allerdings kommt sie uns zugute und nicht euch. Und ich möchte all denen eins klar machen. Ich habe bekanntermaßen eine ganze Reihe Kinder. Einer meiner Söhne ist 21. Das ist das Alter für Kanonenfutter. Und ich möchte nicht, dass jemand, in dem wir so viel Liebe, Kraft investiert haben, unter schwierigsten Bedingungen, der seine Mutter verloren hat mit 10, wo wir alle zusammengestanden haben und der sich großartig entwickelt, wo die Hoffnung drauf ruht, dass es weitergeht in der Familie Krah, dass der jetzt eingezogen wird, schlecht ausgebildet, an die Front kommt, es macht Peng und alles ist weg. Das, liebe Freunde, heißt Krieg. Und es trifft heute Generationen junger Ukrainer. Aber wenn Strack-Zimmermann und Co. das Sagen haben, dann wird es auch diejenigen treffen, die jetzt als junge Deutsche AfD wählen und auch die, die immer noch nicht begriffen haben. Und ich wünsche das niemanden. Krieg ist doch nicht ein Sandkastenspiel, wo man im Parlament irgendwelche Herren Worte findet. Krieg ist Tod. Krieg ist Leid. Und Politiker, die ein bisschen Anstand und einen Funken Ehre haben, sind dazu da, diesen Krieg zu beenden, indem sie nach diplomatischen Lösungen suchen. Und es ist eine Schande unserer Gegner, dass wir die Einzigen sind, die das tun. Wir sagen ganz klar, diese Politik, die da in Berlin und Brüssel gemacht wird, ist eine Politik, die uns in jederlei Hinsicht ins Verderben führt. Sie lässt uns verarmen, sie macht uns unsicher, sie nimmt uns unsere Heimat, sie verändert die Innenstädte, die wir hier haben, zu Plätzen, in die wir uns abends nicht mehr trauen. Sie bringt den Krieg zurück. Sie sorgt dafür, dass Europa, das einst der Motor von Innovation und Kunst und Kultur war, zurückfällt hinter Asien und hinter die Vereinigten Staaten. Das sind keine Naturgesetze. Das liegt auch nicht an euch. Das liegt nicht an mangelndem Fleiß und Innovationskraft, sondern es liegt an verfehlter, verheerend schlechter Politik der heute Regierenden.
Und wir sind die Alternative zu denen. Und deshalb lassen wir uns hier nicht entmutigen und schon gar nicht lassen wir uns entzweien. Natürlich ist es leicht, wie es Geheimdienste so gern tun, Oppositionsbewegungen zu zersetzen. Aber liebe Freunde, es gehören immer zwei dazu, die, die zersetzen wollen und die, die so dumm sind, sich zersetzen zu lassen. Und ich kann euch eins versprechen, wir sind nicht mehr dumm. Wir sind auch nicht mehr naiv. Wir wissen längst, worum es geht. Jung und naiv, das sind die anderen. Aber wir sind ein bisschen reifer und ausgepuffter. Und deshalb gewinnen wir die Diskussion, egal was sie uns in den Kopf hauen. Und wir gewinnen diese Diskussionen, weil wir das Herz am rechten Fleck haben. Wir wissen, wer wir sind. Jeder für sich, aber auch als Gemeinschaft. Wir sind ja hier nicht umsonst in Dresden. Wir sind hier, wo es anfing. Dresden zeigt, wie es geht. Immer und immer wieder. Und davon lassen wir uns nicht abbringen. Und das ist eine Frage auf jeder Ebene. Wir haben am 9. Juni zunächst hier die Kommunalwahl. Tut mir leid, ich bin unschuldig an diesem Oberbürgermeister Hilbert. Aber wir müssen noch ein bisschen mit ihm auskommen. Umso wichtiger, dass wir im Stadtrat weiter stärkste Fraktion bleiben und dass wir eben dann dafür sorgen, dass die Bezahlkarte kommt für die sogenannten Geflüchteten. Dass wir dafür sorgen, dass schwachsinnige Verkehrsversuche wie am Schillerplatz niemals wieder passieren. Dass wir dafür sorgen, dass die Stadt der Zukunft aussieht wie Neumarkt und nicht wie Postplatz und Straßburger Platz. Das sind die Sachen, die wir auf kommunaler Ebene tun und wir arbeiten weiter dann für die Landtagswahl im September. Herr Kretschmer blinkt ja wieder nach rechts, das macht er immer vor Wahlen, aber er wird mit den Grünen koalieren und ihr werdet weiter grüne Politik in Sachsen haben. Das, was in den 90er Jahren aufgebaut wurde, das, was gerettet wurde an Industrie, das, worauf wir stolz sind, weil wir es hingebekommen haben, es ist alles in Gefahr. Wenn die Klimapolitik so weitergeht, ist eben die Lausitz als Energiegegend vorbei. Eine Stadt wie Weißwasser hat keine Zukunft. Nichts wird passieren, die gesamten Ersetzungsprojekte scheitern. Aber auch die Autozuliefererindustrie in Westsachsen wird es in 15 Jahren nicht mehr geben, wenn wir diese Politik nicht ändern. Und deshalb muss in Sachsen wieder Vernunft hergestellt werden. Deshalb brauchen wir Jörg Urban in der Staatskanzlei und muss Schwarz-Grün rausgetrieben werden. Das gilt selbstverständlich auf der entscheidenden bundespolitischen Ebene. Wir haben nächstes Jahr Bundestagswahl. Es kann doch nicht so weitergehen. Ja, die Ampel hat keine Mehrheit mehr, aber das Ergebnis, was kommt, wenn wir nicht stärker werden, ist Schwarz-Grün. Es ist Merz mit Vizekanzler Habeck. Das ist die Ampel in neuem Gewand. 4 weitere Jahre Niedergang, 4 weitere Jahre antideutsche Politik, 4 weitere Jahre Kriegskurs. Und wir sind die Partei, die das stoppen muss und stoppen wird mit Alice Weidel und Tino Chrupalla. Und es ist, wie überraschend, auch die Europawahl. Natürlich mögen wir die EU nicht. Natürlich nehmen wir zur Kenntnis, dass die EU alles das, was sie selbst verspricht, was sie sich selbst vornimmt, nicht erreicht. Die EU wollte mal der innovativste und wirtschaftsstärkste Wirtschaftsraum der Welt werden. Sie ist der am wenigsten innovativste und am wenigsten wirtschaftsstärkste. Wenn immer die EU etwas an sich nimmt, Impfstoffbeschaffung, Industriepolitik, alles, es geht schief. Noch nicht einmal die versprochenen Artilleriegranaten kann sie liefern, in dem Fall Gott sei Dank. Meine Damen und Herren, die EU scheitert an sich selbst. Und deshalb muss diese EU unter ihrer heutigen Form überwunden werden. Wenn wir das nicht tun und wenn Brüssel weiter entscheidet über unsere Asylpolitik, über unsere Energiepolitik, über unsere Finanz- und Währungspolitik,
über unsere Gesellschaftspolitik. Und das ist der Fall. Wenn das weiter so geht, dann können wir hier in Sachsen machen, was wir wollen. Wir werden trotzdem entrechtet und verarmt. Und deshalb wollen wir aus diesem Irrenhaus heraus und wollen es überwinden durch etwas Neues. Denn auch wir wissen, es geht nicht ohne europäische Zusammenarbeit. Aber doch eine Zusammenarbeit, die uns nützt, die unsere Freiheiten stärkt und nicht eine Zusammenarbeit, die dafür sorgt, dass mir der TikTok-Account gesperrt wird. Das ist doch die EU in ihrer heutigen Form. Und aus dem Grunde, auch wenn wir mehrheitlich diese EU nicht wollen, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass die deutsche Politik in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr Entscheidungen nach Brüssel ausgelagert hat. Und deshalb muss die AfD auch in Brüssel stark sein, um auf jeder Ebene unsere Meinung, die Meinung der Bürger, die Interessen der arbeitenden Bevölkerung, die Interessen Deutschlands laut und deutlich zu vertreten. Wir brauchen am 9. Juni ein starkes, eindeutiges Europawahlergebnis, egal was an Dreck über uns ausgekübelt wird, egal was für Lügen wir uns anhören müssen. Liebe Freunde, ich glaube, in den letzten Tagen ist auch dem allerletzten von uns klar geworden, wie viel auf dem Spiel steht. Wer zu solchen Methoden greift, der hat Angst. Und er hat Angst vor euch. Wir sind jetzt diejenigen, die den Takt der Politik bestimmen. Mahatma Gandhi sagte mal, zuerst ignoriert man dich, dann lacht man dich aus, dann bekämpft man dich und dann gewinnst du. Wir sind jetzt in der Stufe, man bekämpft dich angelangt. Danach, liebe Freunde, kommt der Sieg, aber vor dem Sieg werden wir bekämpft und müssen den Kampf bestehen. Es ist jetzt an der Zeit, dass jedem klar wird, es geht um viel, es geht um alles. Es geht um unsere Heimat. Es geht um das, was wir ererbt haben von unseren Vätern, um es zu besitzen und um es weiterzugeben. Es geht um unser Ansehen und unsere Ehre. Bei mir wurde ja selbst der Großvater ausgegraben. Es geht darum, dass wir sind, was wir sind, dass wir es aufrecht sind und dass wir stolz sind. Als Dresdner, als Sachsen und als Deutsche. Wir wollen sein, was wir sind und als solche ein einig Volk von Brüdern. Wir wollen nach draußen gehen und für unsere Rechte kämpfen. Das ist die Aufgabe. Und wer das jetzt verinnerlicht hat, und die vielen, die hier sind, beweisen es ja, für den kann es kein Wanken und Schwanken mehr geben. Gebt den Feuer, gebt das Feuer weiter. In der Familie, im Freundeskreis. Steckt an. Nehmt Leute mit, macht die Bedeutung klar dieser Wahl und geht am 9. Juni und dann im September zur Landtagswahl und setzt das Zeichen für unser Vaterland, für jeden Einzelnen von uns und für die Würde der arbeitenden Bevölkerung. Vielen Dank.